Ein stabiler Pansen-pH-Wert ist die unbedingte Voraussetzung für eine gesunde, vitale und leistungsstarke Milchkuh. Sinkt der pH-Wert zu weit ab, so kommt es zu Pansenübersäuerungen und Azidosen. Ursachen können hohe Kraftfuttermengen oder zu geringe Rohfasergehalte der Ration sein. Die Folgen der Azidose sind nicht nur eine fallende Milchleistung und ein Absinken des Milchfettgehaltes, sondern auch langfristige Probleme wie beispielsweise Klauenerkrankungen. Im Sommer bei Hitzestress treten diese Symptome vermehrt auf. Über die klassischen Puffersubstanzen wie Natriumbicarbonat und Natriumcarbonat hinaus kann auch Magnesiumoxid einen wichtigen Beitrag zur Pansenpufferung leisten. Hier spielt allerdings die Struktur und die Löslichkeit eine entscheidende Rolle. In Zusammenarbeit mit der ISF hat Schaumann den innovativen Wirkstoff MIMAG entwickelt. Mit einem speziellen Mahlverfahren wird das Magnesiumoxid mikronisiert und aktiviert. Auf diesem Weg entsteht eine poröse und stark vergrößerte Oberfläche. Dadurch wird die Löslichkeit um das Achtfache erhöht und die Pufferleistung um das Vierfache im Vergleich zu normalem Magnesiumoxid gesteigert. Der stark puffernde Effekt auf den pH-Wert wird deutlich, wenn man Magnesiumoxid im Vergleich zu MIMAG in handelsüblichem Essig auflöst. Der pH-Wert des Essigs beträgt 2,3. Gibt man 3 Gramm normales Magnesiumoxid hinzu, wird der pH-Wert auf 5 angehoben. Mit der gleichen Menge MIMAG erreicht man eine deutlich stärkere Pufferung und hebt den pH-Wert auf 8,5 bis 9 an. Dieser Puffereffekt wird im Produkt Rindamin BP optimal mit anderen Puffersubstanzen kombiniert und bietet einen breiten Schutz gegen Pansenazidosen, auch in der warmen Jahreszeit. Ihr Schaumann-Fachberater unterstützt Sie gern bei weiteren individuellen Maßnahmen in der Rationsgestaltung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Stall.